Es ist immer wieder faszinierend. Holz, Bespannstoff und Drähte. Bisschen Metall irgendwo vorne im Bereich des Motors. Und das war's. Reisegeschwindigkeit von etwa 75 km/h. Keine Querruder, sondern nur durch Flügelverbindung. Und das hinten angelenkte Seitenruder lässt sich dieses Flugzeug steuern. An windstillen Tagen, so wie heute, mit Sicherheit ein Genuss. Aber wir haben Michael, Achtung, der Wald. Hallo. Das ist ja echt heiß, ne? Ich war nicht was für eine Höhe. Ich bin 3,50 Meter, weißt du? So, schauen Sie mal, die Steigleistung, diese phänomenale Steigleistung. Das Blériot, der jetzt tatsächlich aus dem Bodeneffekt bis auf etwa 40 Meter Höhe gestiegen. Wunderschön demonstriert von Michael Karlsson. Das ist verrückt, wenn man sich vorstellt, dass diese Fliegerei schon grob 102 Jahre her ist. In einen kleinen Regenschauer gekommen, um diese knappen 45 Kilometer des Kanals zu überfliegen. Und man munkelt, dass auch damals im Jahr 1909 dieser Flug wirklich nur deshalb funktioniert hat, weil leichter Regen einsetzte, der dieses Triebwerk kühlte. Und so kam es eben nicht zur Überhitzung und zum Ausfall des Umlaufmotors. Wunderschön geflogen, Blériot 11. Von Michael Karlsson. Ja, früher einmal als Airline-Kapitän auf Boeing 737 unterwegs, hatte sich mittlerweile dem Airshow-Business voll gewidmet und tingelt mit seinen Flugzeugen, nämlich seinem selbstgebauten Nachbar 160 PS leistenden Mercedes-Motor, nämlich mit einer Fokker D7 in Originalausführung, wie sie 1917 gebaut wurde. Mit diesem Flugzeug ist er unterwegs und begeistert weltweit Luftfahrtveranstaltungen und Besucher von Treffen.